der 20 Kilometer weit entfernt wohnt, aber zuletzt 1993 hier angetreten ist. Baumschlager, Werkspilot bei VW Motorsport mit dem VW Golf Kit Car von Fritz Walther, der aus persönlichen Gründen im Ennstal nicht am Start war, aber um seinen Sponsorenverpflichtungen gerecht zu werden, hat er sein Auto an Raimund Baumschlager verliehen und somit dessen Einsatz ermöglicht. Sepp Haider im Peugeot Maxi Kit Car hat endlich einen gleichwertigen Herausforderer. Bestzeit auf der ersten Sonderprüfung fährt Willi Steng im Ford Escort, jedoch in Abwesenheit des neuen österreichischen Meisters Chris Rosenberger. Raimund Baumschlager mit dem deutschen Co-Piloten Klaus Wiecher kämpft auf den ersten beiden SPs mit Bremsproblemen und ist einmal Vierter und einmal Dritter. Toyota-Pilot Markus Mitterbauer wahrt seine Chance auf den Vizetitel durch eine Bestzeit auf der SP2. Sepp Haider übernimmt durch zwei drittbeste Zeiten zunächst die Führung in der Zweiradklasse auf dem dritten Gesamtrang. Baumschlager ist Vierter, dahinter der Steirer Herbert Lettner mit dem zweiten Golf Kit Car. Im strömenden Regen fliegt dann der führende Willi Steng von der Strecke. Drei Sonderprüfungen müssen neutralisiert werden, denn vor allem die Zweiradautos hätten extreme Probleme bekommen. Die einzig richtige Entscheidung von Rennleiter Kurt Gutnick, denn am nächsten Tag zeigt sich die Gesäuse-Ennstal-Region wieder von ihrer schönsten Seite. Sonnenschein und herrliches Herbstwetter. Markus Mitterbauer, auch mit einem deutschen Co-Piloten, nämlich Detlef Ruf, unterwegs, führt erstmals in seiner Karriere einen Meisterschaftslauf an. Zeitgleich jedoch mit der VW-Golfbesatzung Baumschlager-Wiecher. Erste SP des jungen Rallye-Tages ist die klassische Selztalprüfung, wo Raimund Baumschlager seit 1993 den Streckenrekord hält. Er fährt auch diesmal Bestzeit, eine Sekunde vor Markus Mitterbauer, und geht in Führung. Sepp Haider erzielt auf dieser Sonderprüfung die gleiche Zeit wie Baumschlager. Beide reizen das Potenzial ihrer Kitcars voll aus. Die Vorteile sind sicher am trockenen Asphalt, also vom Fahrwerk her, vom Gewicht her. Und durch das kleinere Gewicht und die spätere Bremsen, das sind eigentlich so die Hauptvorteile, was das Auto am Asphalt also so schnell macht. Wir haben auf Asphalt wirklich keine Erfahrung. Wobei ich sagen muss, ich bin überrascht von der Traktion, und was mir am meisten jetzt da gefallen hat, ist die Motorleistung und das Drehzahlband, weil das Auto eigentlich in allen Drehzahlbereichen sehr, sehr gut geht und wir die Kraft, die wir haben, wirklich am Boden bringen. Das nun folgende Duell der beiden Top-Piloten auf ihren Top-Autos zeigt Rallye-Sport vom Feinsten. Nach zwei sensationellen Bestzeiten auf dem neuen Rundkurs in Hall übernehmen Baumschlager Wiecher vor der letzten Sonderprüfung die Führung. Drei Sekunden vor Markus Mitterbauer, der mit seiner Crew vor dem Finale die Zeittabelle ziemlich betroffen studiert. Die Bestzeit auf der letzten SP bringt nur eine Sekunde Zeitgutschrift. Der erste mögliche Meisterschaftssieg wird um zwei Sekunden verpasst. Sepp Haider wird 24 Sekunden hinter Baumschlager Dritter. Tadellos wieder die Leistung von Herbert Lettner, Richard Wächter als Vierte. Durch das Nichtantreten von Achim Mörtl wegen Elektronikproblemen an seinem Subaru feiert Michael Brandner im Mitsubishi Lancer einen leichten Gruppe N-Sieg als Gesamtfünfter, der ihm auch in der Gruppe N den Titel beschert. Mit dem Laufsieg bei der Pirelli-Rallye übernimmt Bernhard Gehramt die Führung in der Cinquecento-Trophy.
Das Publikum in Admont feiert einen beliebten und strahlenden Sieger. Nirgends ist Siegen schöner als quasi vor der Haustüre. Markus Mitterbauer trauert um die verpasste Chance auf den frühzeitigen Vizemeistertitel. Natürlich bin ich enttäuscht. Wir waren hier und wollten hier gewinnen. Und wenn man am Schluss 2 Sekunden hinten ist das natürlich bitter. Ich glaube, der Markus hat so ziemlich den gleichen Fehler, wenn man es Fehler nennen will, gemacht wie der Sepp Heider. Die haben beide in Hall ans Lick gefahren und das war sicher tödlich. Man hat es gesehen an der Zeit, die war ja nicht aus der Luft genommen. Das war einfach der Reifen da drinnen. Und sicher, ich habe ein bisschen mehr riskiert, aber ich sage mal, er hat sicher da drin verloren. Nicht nur Tee und Glühmost erwärmen die Gemüter der rund 60.000 Rallye-Fans am zweiten Tag der internationalen Semperit-Rallye im Waldviertel, sondern auch ein sensationeller Zwischenstand. Denn der Führende nach 12 Sonderprüfungen heißt Markus Mitterbauer. Er lässt das groß angekündigte Duell zwischen Chris Rosenberger, hier in der Toyota Celica GT4, und Willi Steng, der Meisterschaftsrevanche noch in der laufenden Meisterschaft sozusagen, platzen. Durch den permanenten Regen äußerst schwierige Bedingungen kommen dem Stil des Meisters wahrlich nicht entgegen. Dazu häuft er anfangs noch auf einen vor ihm gestarteten Konkurrenten auf, doch auch am zweiten Tag bleibt da und dort viel Zeit liegen. Er beginnt die zweite Etappe mit 20 Sekunden Rückstand. Schon über eine Minute hinter dem Führenden Willi Steng, der jedoch 30 Sekunden Strafzeit wegen Anschiebens des Autos in Sperrzonen aufgrund eines defekten Starters erhält und deswegen auch nach 16 Sonderprüfungen aufgibt. Auf Platz 3 nun die Polen Krzyzinski, Burkaki, Toyota Celica GT4. Sepp Heider fährt in der Zweiradklasse und ist trotz der rutschigen Bedingungen mit dem Peugeot Maxi Vierter, bevor er eine Baumwurzel touchiert und die Antriebswelle ausreißt. Das war's dann. Herbert Lettner wirft als Siebter der Gesamtwertung das VW Kitcar schon in der Prüfung 3 des zweiten Tages in den Busch. Somit feiert Raimund Bauschlager als Gesamtfünfter bei der Weltpremiere des VW Golf TDI im Gruppe A-Trim einen überlegenen Sieg bei den zweiradgetriebenen Autos. 190 PS bei 360 Newtonmetern Drehmoment, so der aktuelle technische Entwicklungsstand. Was vielleicht auch ganz interessant ist, diesen Motor hat die Entwicklungsabteilung im Werk vom Dieselsport jetzt eben gemacht und muss sagen, es sind alles Serienleute dabei und ich glaube, dass da einiges in die Serie auch wieder übergehen wird. Mit viel Routine übersteht Fritz Walter die Ausfallorgie bei den Zweiradlern und beendet seinen zweiten Einsatz mit dem VW Golf Kitcar als Siebter. Im Kampf um den Gruppe-N-Sieg mit dem Polen Leszek Kuszaj zeigt Achim Mörtl im Subaru Impreza wieder eine tolle Show, muss aber nach mehreren Abflügen aufgeben. Bester österreichischer Gruppe-N-Pilot wird daher Johann Schachinger als 14. Gesamt, der auch die Seat Megatrophy für sich entscheidet. Roland Frisch verliert durch einen Differentialschaden seine Minimalchance auf die Cinquecento-Trophy. Der Grazer Bernhard Geramp kassiert somit einen Serien Cinquecento als Siegesprämie und einen Werksansatz bei der Rallye Monte Carlo. 4 Sonderprüfungen vor Schluss, das große Nervenflattern. Ja, ich glaube, wir müssen ziemlich volle Bulle fahren, weil der Chris hat gesagt, keinerlei Anstalten, dass er nachlässt.